Hallo, hier ist wieder Papa Noob. Heute melde ich mich mal mit einem kleinen, überflüssigen, unnötigen, aber doch vielleicht unterhaltsamen Video. Punkt. Also, ich habe gerade festgestellt, heute ist der 17.04.2020. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich spiele jetzt seit einem Jahr Pokémon Go. Ob erfolgreich oder nicht, keine Ahnung. Da darf sich jeder sein Bild selbst machen gleich. Ich zeige euch mal, wie weit ich es gebracht habe und ich sage euch gleich, ich bin kein Experte. Das Einzige, was ich mittlerweile weiß, das hier muss ich nicht behalten. Hinfort. So. Also, wie ihr da unten erkennen könnt, oder jetzt noch besser, ich bin auf Level 38. Kann man mal in einem Jahr machen. Ach, hier steht auch Startdatum 17.04. Diese Woche habe ich nur 8,4 Kilometer geschafft, was an einer gewissen Kontaktsperre liegt, die im Moment in Deutschland alles ein bisschen lahmlegt. So, was sehen wir denn hier noch? Gucken wir mal. Ach ja, ich bin 1142,2 Kilometer gelaufen, habe 12.488 Pokémon gefangen, 6.307 Pokestops besucht und habe 12.700.000 paar zerquetschte Punkte. Ja, was haben wir denn noch? Ja, hier sieht man ein paar Pokestops, die ich öfter mal besetze oder so. Ein paar Medaillen, die ich gekriegt habe. Da unten sieht man noch ein paar, die noch fehlen. Was ist das hier? Habe 10 beste Freunde. Wie, ich habe nur einen. Hä? Bester Kumpel. Ach so, das sind die Typen, das sind die Pokémon, die mit mir mitlatschen. Ich dachte schon, so wenig Freunde habe ich jetzt ja doch nicht. wo wir gerade beim Thema sind, ihr seht oben rechts 50 Freunde. Ich wusste gar nicht, dass das so viel sind. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, gucken wir mal. Pokémon habe ich auch jede Menge. Ihr seht, 1150 kann ich mitnehmen. 1126 habe ich. Und ich habe Eier. 8 Stück im Moment. Lol. Upsa, wollte gar nicht zumachen. Dümmlich. So, ich habe jetzt hier die Pokémon mal nach Namen sortiert. Und ja, es sind ein paar gute, ein paar langweilige. Manche gefallen mir gut, manche gefallen mir gar nicht. Ja, gute, schlechte, kreuz und quer und überhaupt, ein paar Shiny, ein paar Glücks, ein paar Legendäre und so weiter und so weiter. Aber wahrscheinlich nichts, was nicht sowieso jeder hat. Vielleicht das ein oder andere, wo es interessanter ist. Zum Beispiel das hier. Das habe ich heute gefangen, endlich, weil das wollte ich haben. Ich weiß nicht warum, weil Enton ist jetzt nicht so der Burner, aber ich wollte einen Shiny Enton. Jetzt habe ich einen. Habe es auch gleich mal entwickelt. Und wenn ich mir das angucke, 174 WP, das passt mal wieder. Die Bewertung ist gerade noch erträglich, aber die WP, das ist wieder typisch. Wenn ich sowas fange, dann ist es beschissen. Huch, so viele Evolis? Naja gut, okay. Ich habe mir irgendwann mal zum Ziel gesetzt, von jeder Entwicklung 3 Stück zu haben. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich natürlich nicht. Das werden wir noch sehen. Was wollte ich sagen? Ach so, ja richtig. Angefangen zu spielen habe ich, weil mein Sohnemann, sprich König Käsebrot, eine ganze Zeit an mir rumgequengelt hat, ich soll mir das dann mal runterladen, ich könnte ja mitspielen und so weiter und so weiter. Gut, irgendwann war ich breitgeschlagen, habe es gemacht. Ja, davon gibt es auch in meinem Kanal ein Video. Das war noch auf dem anderen Smartphone. Ich überlege gerade, hatte ich damals schon ein iPhone? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ich glaube, ich hatte eins, ich weiß aber nicht mehr genau. Ist ja völlig wurscht, auf was man spielt. Ja, also ich habe jede Menge Zeug gesammelt. Ach ja, das hier ist, glaube ich, auch nicht ganz so häufig. Ist aber auch noch wurscht. Ich muss immer mal wieder aussortieren. Und je mehr Pokémon ich habe, desto mehr Arbeit wird das. Egal. Gucken wir mal nach den Interessanten. Nehmen wir mal die Schillernden. So. Ich scroll da jetzt mal langsam durch und erzähle euch mal so ein paar Kleinigkeiten, die mir beim Pokémon Go Spielen passiert sind. Na nun, was willst du denn? Zum einen, als wir das erste Mal zum Raid wollten, sind wir nach Kusel gefahren. Deutschlands kleinste, aber schönste Kreisstadt. Na gut, das mit dem schönsten sind wir dahingestellt. Kleinste auf jeden Fall. Aber ganz nett. Sind wir auf jeden Fall hingefahren, haben noch überlegt, 5er Raid, vielleicht, das schaffen wir ja gar nicht. Vielleicht finden wir überhaupt noch jemanden, der da mit uns spielt. Ja, und kommen dahin und sehen was. Da standen schon eine ganze Menge Leute. Und einmal Hallo gesagt, zack, 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 waren wir in der Pokémon Go Gruppe Kusel drin. Haben festgestellt, wir sind beide Team Gelb. Und da waren noch verdammt viele andere Gelbe. Ja, war ganz nett. Man trifft sich auch regelmäßig. Gut, im Moment nicht so, weil
Ausgangssperre oder, naja, ich sag mal Ausgangssperre light, Kontaktverbot, ist ein bisschen blöd. Und ja, ich denke, das wird hoffentlich im Sommer wieder ein bisschen mehr werden. Man kann ja Abstand halten. So, was haben wir denn noch? Ach ja, hier unten habe ich noch ein Pokémon, das ist König Käsebrot, ein bisschen neidisch drauf. Weil das ist ein Shiny Alola Raichu, habe ich mir sagen lassen. Ja, schön, wunderbar, ist es halt. Habe ich aus dem Raid in Esens. Hier steht zwar stetes Dorf, aber macht nichts. Das scheint es nicht ganz so oft zu geben, möglicherweise. Keine Ahnung. Da sind wir aber gerade beim Thema Esens. Da fahre ich ja recht gerne hin in Urlaub. Und da sind wir auch in der Pokémon Go Gruppe drin. Haben da schon öfter mitgespielt und mittlerweile ist es dann auch so, wenn wir dorthin kommen, dann heißt so, ach, ihr beiden schon wieder. Ja, dort oben überwiegt alles nur nicht gelb. Und irgendwann bei einem Raid hieß es mal, ach, hier sind, was weiß ich, 257 rote und 6 Millionen blaue und nur 3 gelbe. Da habe ich nur gesagt, tja, die Elite sind immer weniger als der Pöbel. Fragende Gesichter, aber viele Gelächter. Und das fand ich dann auch in Ordnung. Die wussten, wie ich es meine. Ich habe auch schon mal in der Pokémon Go Gruppe irgendwie geschrieben, ha, ich habe die ganze Stadt gelb gemacht. Und irgendjemand hat dann drauf reagiert und fand das dann auch lustig. Und dann war noch ein anderer und der war halt nicht vom Team gelb. Und da habe ich gedacht, ah, ein schlechterlicher. Ja, habe dann anscheinend damit, obwohl es nicht böse gemeint war, jemand beleidigt. Aber im Nachhinein denke ich, hat sich wieder beruhigt, ist alles gut. Also ein bisschen sticheln darf man ja bestimmt, hoffe ich mal zumindest. Und falls du das Video guckst und hörst, es war echt nicht böse gemeint, okay? Ja, was hatten wir denn noch für lustige Erlebnisse? Wir gucken erstmal nach meinen Glücks-Pokémon, damit ihr noch was zum Gucken habt und nicht nur mein Gelaber hört. Hilfe, nicht. Ja, da sind auch ein paar interessante dabei, denke ich. Ach ja, was hatten wir noch für Erlebnisse? Wir waren mal in Esens und da war ein Fünfer-Raid an der Tiefgarage. Die Einheimischen wissen, was ich meine. Und wobei, bei mir ist das kein Tiefgarage, sondern ein Parkdeck. Egal. Ja, und dann haben wir da mit einigen Leuten gestanden. Und wie gesagt, die kennen uns ja schon. Und ja, ist immer ganz lässig dort. Und dann kam eine Familie, Mama, Papa, zwei Jungs. Ja, die haben dann mit den Handys der Eltern, wollten die mitmachen, haben gefragt, ja, dürfen wir mitmachen? Klaro, doch, Pokémon Go-Spieler sind im Regelfall sehr freundlich, wenn es um sowas geht. Und ja, dann haben wir angefangen, alles geht in Raid und der Kleine, der dabei war, fängt auf einmal voll an zu weinen. Und ich dachte nur, what the fuck, was ist jetzt? Und dann hat jemand gefragt, was ist los? Ja, ich bin nicht reingekommen. Und das fand ich dann richtig cool. Irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer es war, sagt nur ganz laut, alle wieder raus. Und in dem Moment kommt die Antwort, alle wieder raus. Und alle sind rausgegangen, nur damit der Kleine nochmal probieren kann und mit rein in den Raid kann. Und das fand ich richtig toll. Also, ja, ich mag halt nicht, wenn Kinder weinen. Kinder sind das einzige Unschuldige in dieser Scheißwelt. Und ja, die muss man nicht zum Weinen bringen. Und wenn man das so einfach lösen kann, ja. Gibt es natürlich auch unter Erwachsenen, aber das war für mich halt so ein Schlüsselmoment. Und ein anderes Mal, da standen wir an einem anderen Platz. Boah, ich weiß nicht mehr, wie der Platz genau heißt. Gegenüber von einem, ich nenne es jetzt mal Drogeriemarkt. Aber kein DM, sondern ein anderer. Und ja, dann kam auch eine Mama mit so einem kleinen Kerl. Ich glaube, die waren da oben in Kur. Und ja, die fragte dann auch, ja, wie geht denn das und was muss man da machen? Und ja, der Kleine, wie... Also ich habe in meiner Freundesliste, ich nehme jetzt einmal keinen Namen, ich sage mal nur Maxi, wenn das guckt, weiß er vielleicht, dass er gemeint ist. Ja, dann hat die Mama gefragt, was können wir da machen, was muss man da machen, wie geht denn das? Und dann hat halt jeder so erklärt, ja, jetzt müsst ihr das und das und das machen. Dann mussten die, glaube ich, noch einen Raid-Pass kaufen, dass er überhaupt machen konnte. Ja, und ja, das fand ich einfach cool, weil alle recht hilfsbereit waren und der Kleine hat richtig Spaß gehabt dabei, hat sein Pokémon gefangen, war glücklich und ja, die Mama, die hat dann gesagt, also sie müsste noch schnell was holen gehen und ob sie den Kleinen hier lassen kann. Und naja, anscheinend sieht so ein Papa wie ich vertrauenserweckend aus. Ich habe dann gesagt, kein Problem, ich passe schon auf den Kurzen auf. Und ja, der war unproblematisch, war ein lieber Kerl. Und die Mama war auch nach 5 Minuten wieder da und hat ihn ja nicht alleine gelassen. Ja,
Wahrscheinlich weiß sie gar nicht, dass sie sich kaum einen richtigeren hätte aussuchen können, wie mich, um auf den Kerl aufzupassen. So vom Berufswegen her. Egal. Das war ein tolles Erlebnis. Das habe ich auch noch nicht vergessen. Was ich auch ganz cool finde, wir waren mal Gott, wie hieß das Ding? Community Day in Kaiserslautern und latschen dann los und fangen und tun und machen und haben dann in 2 Stunden sind wir, glaube ich, wirklich 8 Kilometer gelaufen. Das hier sind übrigens meine Hunderter, wobei das hier, glaube ich, mein liebstes Hunderter ist. Lull. Hi. Gefällt mir. Und ach, da habe ich auch noch einen Hunderter. Guck mal da, wusste ich gar nicht. Ja, ich verliere langsam den Überblick. Ja, sind wir 8 Kilometer gelaufen und haben es nicht mal gemerkt. Und das ist für mich natürlich extremst gut, weil ich habe einen Bürojob. Ich sitze den ganzen Tag in einem Büro und poliere einen Stuhl mit meinem Allerwertesten. Da tut jede Bewegung gut. Ja, und wir haben ja vorhin gesehen, ich bin schon über 1000 Kilometer gelatscht. Das ist für ein Jahr, glaube ich, ganz okay. Zum Angeben reicht es nicht, aber ja, warum nicht? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, mein am weitesten entfernter Freund, der ist in den USA, in Texas. Das fand ich auch nicht so schlecht. Vor allem, wenn man dann 7er-Eier tauschen kann. Da ist die Entfernung immer schön groß. Ob das was bringt, keine Ahnung. Irgendjemand hat es mal behauptet. Jupp. Ach ja, ist ja gut. Ich gebe mir auch immer Mühe, jedem ein Geschenk zu schicken. Jeden Tag schaffe ich nur nicht, weil man darf ja normalerweise nur 10 Stück mitnehmen. Und ich habe im Moment, gut, im Moment sind es 20 und 16 habe ich. Irgendwann hatte ich hier auch mal 500 Top-Tränke. Warum? Weil ich es kann. Ich hatte irgendwann mal gesagt, die Top-Tränke hebe ich mir auf, sicherheitshalber, nehme immer nur die kleinen und auf einmal waren es 500. Ach ja, da sind wir ja gerade beim Thema. Items, 2000 Stück, wie komme ich dazu? Also, man könnte jetzt sagen, ich habe ein Schweinegeld für das Spiel ausgegeben. Jein. Also ich habe 100 oder 125 € bisher ausgegeben. Aber das war dann eigentlich jedes Mal, wenn ich im Urlaub war, für Raid-Pässe. Weil es ist blöd, wenn ich eine Woche Urlaub habe und kann dann endlich da oben rumrennen und viel, viel laufen, viel an die frische Luft in die Sonne gehen. Oder auch in den Regen, wie das letzte Mal. Jo, ist dann blöd, wenn man keine Raid-Pässe hat. Den ganzen anderen Schrott habe ich mir eigentlich mit den Münzen gekauft, die ich durch das Besetzen von Arenen verdient habe. Und da macht es sich halt gut, dass direkt vor meinem Bürofenster eine Arena ist. Wenn ich morgens komme, drücke ich auf den Computer, dass der hochfahren kann. Putz die Arena leer, setz was rein, guck in der Mittagspause nochmal, ob es jemand dreisterweise getraut hat, mich rauszuschmeißen. Dann kicke ich den wieder raus, setz wieder was rein und wenn Feierabend ist, noch was Gleiche. So kriege ich am Tag meine 50 Münzen. Meistens, nicht immer. Und ja, meine Geschenke habe ich dann auch immer. Heute ist Freitag, da arbeite ich nur bis um 12, lol. Ja, gut, es war dann kurz vor 1, musste ja auch fertig werden, aber egal. Da ist das ein bisschen schwerer, weil ich kann ja nicht ständig im Büro sitzen und dann mal das Handy zücken. Ich mache das schon mal, wenn ich zum Beispiel gerade einen Druckauftrag lade und das dauert ein bisschen. Dann gucke ich schon mal, kann ich nochmal schnell die Arena drehen, aber mehr auch nicht. Kann ich während der Arbeitszeit ja nicht machen. Geht echt nicht. Jo, was haben wir denn noch? Ein paar legendäre Pokémon hätte ich noch anzubieten. Und ja, wenn wir schon dabei sind. Ich habe ja erwähnt, ich bin in der Pokémon Go-Gruppe in Kusel und in Esens sind wir auch drin. Finde ich immer sehr schön, wenn wir dorthin kommen, heißt da ihr beiden schon wieder. Ist ganz nett. Und ja, das sind so meine legendären. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Seltenes dabei ist. Ich sag mal, Moment, ich scroll mal ganz runter. Ja, ich denke, das hier ist alles nicht so berauschend. Das rechts unten heißt weg, weil das habe ich mit König Käsebrot getauscht und guckt euch die Bewertung an. Ja, ne? Den Schotter brauchen wir nicht. Ja, dann mein erstes Rayquaza war das hier. Mit gleich ein Shiny abgesahnt. War ich recht happy. Ja, und dann habe ich noch ein paar Mewtwo und Mewtwo mit Rüstung. Und das hier soll nicht ganz so häufig sein, habe ich gehört. Ist in Ordnung. Ich habe es halt trotzdem. Ja, und ansonsten habe ich ziemlich viele Giratina, merke ich gerade. Ja, ich denke nichts, mit dem ich da groß angeben müsste oder so, aber das ist sowieso nicht so meine Sache. Angeben mag ich nicht wirklich. Ich freue mich natürlich, wenn ich was habe, was andere nicht haben, aber das ist es dann auch, ne?
Ich gönne jedem seine Shinies und Glücks und Legendär und was weiß ich. Okay, fällt mir jetzt noch was ein zu dem Thema? Eigentlich nur, dass ich festgestellt habe, dass man über Pokémon Go schnell Kontakte knüpfen kann. Im Sinne von, ich habe in meiner Freundesliste zwei Kameraden aus Herne drin, also ein Pärchen, die waren auch im Urlaub und sind dann mit uns noch eine Runde mitgelaufen und die waren ganz nett. Sind jetzt auch, glaube ich, beides meine Glücksfreunde. Blöderweise kann ich nichts mit ihnen tauschen, weil sind zu weit weg. Wer zum Teufel kennt Herne? Vom Namen her ja, aber wo zur Hölle ist das? Bestimmt irgendwo in NRW. Ist ja auch wurscht. Ja. Was haben wir noch? Ach ja, es sind tatsächlich wirklich alle Altersklassen vorhanden. Und vom Hilfskoch bis zum Zahnarzt war auch schon alles dabei. Also ich will damit nur sagen, eigentlich quer durch alle Berufsgruppen. Nicht, dass jetzt der Hilfskoch bei mir ein anderes Ansehen hätte wie der Zahnarzt. Nicht verwechseln. Gut, was haben wir denn noch? Habe ich meine Glücks-Pokémon schon gezeigt? Weiß ich nicht mehr. Im Zweifel zeige ich es einfach nochmal. Aber, ah ja, doch, ich glaube, die hatte ich schon. Na, ist ja auch egal. Ja, jetzt habe ich ein Jahr Pokémon Go gespielt. Wie gesagt, bin Level 38. Hoffe, dass ich Level 40 noch schaffe, bevor es Level 50 gibt. Aber ich glaube, das wird eng. So, keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Also beende ich das Video und vielleicht war das Gelaber für euch ja mal ein bisschen unterhaltsam. Vielleicht könnt ihr auch hier oder da mal lachen oder vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich. Jo, gut, mehr fällt mir wirklich nicht mehr ein. Insofern verabschiede ich mich wie immer mit den Worten: Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr meinen Unsinn hier nicht verpasst. Und ansonsten, hey, genießt euer Leben und im Moment vor allem bleibt gesund. Bis denn dann, tschüss!